Wunderschönen guten Abend, liebe Extra-Time-Freunde. Es ist 19 Uhr, Sonntagabend. Mein Name ist Jalchen. Jalle und Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer kleinen, aber feinen Sendung Extra-Time der Berliner Fußball-Talk in der Bildschirme. Schön wieder bei euch zu sein. Leider heute etwas traurig. Ja, traurig ist das gute Wort. Traurig ist das gute Wort, Jungs und Mädels. Etwas traurig, ich hole mal das Mikrofon ein bisschen näher, damit ich mich auch richtig versteht, hoffe ich zumindest. So, Moment. Jetzt sollte das besser sein. Ähm, etwas traurig. Wir hatten heute zwei Gäste eingeladen, die ihr bei uns auf Instagram verfolgen konntet oder auf Facebook und hast du nicht gesehen. Äh, konntet ihr verfolgen. Der eine hat gestern abgesagt, glaube ich, und der andere jetzt vor 20 Minuten. Ja, 20 Minuten, Viertelstunde ungefähr sowas. Gesagt. Ich kann es verstehen. Es sind, äh, ich habe, kenne nur den einen Grund und ich kann es nachvollziehen, gar keine Frage. Und dementsprechend habe ich doch größten Respekt vor. Es ist aber für uns halt immer wieder schwierig, sage ich jetzt mal, so eine Sendung lange im Voraus zu planen. Deswegen ist es auch äh, kommen die Reklame oder Ankündigungen immer so spät von meinem Redaktionsteam, weil wir halt wirklich bis auf den letzten äh, Nenner versuchen, äh, interessante Gäste zu organisieren und äh, ja, schade, heute ohne Gast, deswegen habe ich einfach mal einen Link reingetan. Diejenigen, welche, die sich trauen und sagen, Mensch, Jalle, ich würde dabei sein, machen wir, lade ich euch ein und äh, wir können hier zusammen mal diskutieren, was im Berliner Fußball so läuft. Wenn ihr sagt, nö Jalle, ich traue mich nicht reinzukommen in eine Sendung, könnt ihr gerne im Chat mitmachen, äh, so wie es Florian Ulrich tut. Äh, Grüße aus Biestorf, guten Abend lieber Flo, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Macht Feierabend, Jalle, werde ich nicht machen. Ich werde heute auch meine Sendung durchziehen, auch wenn es alleine ist. Ähm, werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich hatte damals schon gesagt, ich mache es genauso für, wie für einen Zuschauer, als wie für äh, eine Million Zuschauer, weil es ist eine ja, eine Leidenschaft, die ich hier habe bei TDB Sport. Das Ganze geht schon seit drei Jahren, vier Jahren, ununterbrochen fast, bis auf die Pausen, sage ich jetzt mal. Äh, mache ich diese Sendung äh, mit Unterstützung von äh, Jack Mobile und dementsprechend freue ich mich äh, auch jeden Sonntag hier bei euch zu sein. Aber für mich ist es halt wirklich heute einer äh, der traurigsten Tage in der Sendungsgeschichte, äh, die ich, also ich glaube, es war eine Sendung mal, die ich alleine machen musste äh, und dementsprechend äh, vielen, vielen Dank, lieber Robby. Ähm, auch wenn ich sie alleine machen musste. Ich glaube, eine Sendung war es bis dato. Da hatte auch ein Gast abgesagt kurz vorher. Trotzdem habe ich die Sendung alleine durchgezogen. Ja, was ist Schönes passiert im Berliner Fußballgeschäft? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge Corona-Absagen. Eine ganze Menge Überraschungen in meinen Augen. Und dementsprechend, wir haben ja alle Möglichkeiten. Heutzutage gibt es sowas wie YouTube. Und äh, YouTube ist immer ganz groß, sage ich jetzt mal, was das anbelangt. Wenn wir da irgendwelche Informationen brauchen, auch die Spiele, der ganzen, äh, Ober, äh, na, sag schon, äh, der ganzen Partner manchmal drin und so weiter und so fort. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, wir gucken uns auf jeden Fall unsere Partner an. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich allen meinen Freunden, die an Weihnachten glauben oder des christlichen Glaubens sind, einen schönen zweiten Advent und morgen einen schönen Nikolaus hoffe, dass ihr reichlich beschenkt werdet. Denkt daran, heute Abend eure Schuhe zu putzen und vor die Tür zu stellen. Dementsprechend, ja, freut mich das, dass ihr trotzdem so zahlreich erscheint und mir und unserer kleinen Sendung die Treue haltet. Ich sage mal, was sollen wir noch machen? Wir haben Gäste gehabt von ganz klein bis ganz groß in meinen Augen. Und das macht in meinen Augen auch den Charme dieser Sendung aus, liebe Freunde, dass hier jeder... Willkommen ist bei mir in der Sendung, egal ob er der Weltstar ist oder ob er der Kreisliga-Star ist, das spielt eigentlich keine Rolle, denn wir machen diese Sendung aus Leidenschaft und aus Überzeugung. Und es gibt immer noch ein paar Vereine, leider Gottes, die der Meinung sind, dass unser äh, äh, Niveau will ich nicht sagen, aber dass unser Content äh, nicht deren äh, Richtlinien entspricht. Ich weiß nicht, von welchen Richtlinien äh, wir da überhaupt sprechen. Äh, ich finde, das ist eine. Amateursendung für Amateure, die sich wirklich gemacht hat in den Jahren zuvor. Ich weiß noch, wie wir alle angefangen haben in einem Kellerstudio mit vielleicht sehr großem Equipment äh, und äh, sehr guter Qualität, was die Kameras anbelangte. Äh, dann sind wir in ein Büro gezogen, haben dort sozusagen die Sendung live gemacht, in einem äh, Büro, nur damit die Sendung weitergeht. Äh, danach sind wir nochmal umgezogen und letztendlich äh, kam die Corona-Pandemie 2020, hat uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten uns keine Sendung mehr ins Studio einladen, sondern haben uns die, Sende, die, die Gäste dann sozusagen über Zoom eingeladen, was ja heutzutage alles möglich ist. Und dementsprechend muss ich sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen eingebildet klingt, ich bin echt stolz, was, was die Jungs und Mädels im Hintergrund so alles geschafft haben, uns die Gäste besorgt haben. Euch natürlich ein riesen Dankeschön, dass ihr uns immer die Treue gehalten habt und immer wieder uns unterstützt habt mit Kommentaren, mit Likes, mit Teilen der Sendung und, und, und. Ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich gut ab. Ich bin ein bisschen sentimental heute, aber nichtsdestotrotz, Leute, bin ich hier echt glücklich, eine gute Community zu haben, einen kleinen Stamm zu haben, aber einen Stamm zu haben, es ist es wie eine Fußballmannschaft, wo du deine 24, 25 Mann hast, auf die du dich verlassen kannst. Und die haben wir hier bei Telebiersport auch. Deswegen nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an euch da draußen, an euch Zuschauer, an euch Fans, an euch Unterstützer. Und natürlich an unseren äh, äh Chef, der das Ganze hier leitet, an Serdar Yildirim, der hier unermüdlich versucht, diese Sendung aufrechtzuerhalten, egal was es ihn kostet. Und dementsprechend nochmal ein riesen Dankeschön. Dankeschön geht natürlich auch nochmal raus an meine Jungs in der Redaktion, ne? Marcel, Brian, Frank, ihr macht wirklich top Arbeit. Deswegen danke, danke, danke für, für euren un, unermüdlichen Einsatz, äh, den ihr hier wirklich äh, eine ganze Woche leistet. Mache ich gerne, lieber Florian. Schöne Grüße an Frank, soll ich bestellen. Frank, wenn du zuschaust, äh, dann äh, gehen die Grüße raus an dich äh, von Florian Ulrich. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Unser Partner der Berliner AK hat so eine kleine... Äh, Erfolglose äh, Strähne. Ich glaube, das war jetzt die dritte Niederlage am Stück. Ähm, André Meyer, der Trainer von unserem äh, Partner Berliner AK, äh, hat es auch schon zwei, dreimal gesagt. Er hat gesagt, wir können uns nicht hinter dieser Corona-Krise verstecken, aber ich glaube, man kann es wirklich davon abhängig machen, dass man sagt: Okay, ähm, ja, diese Corona-Pause, die dazwischen kam für den Berliner AK, war nicht so gut äh, und das hat man jetzt am Sonntag gesehen, war das Sonntag oder Samstag? Ne, Samstag war das. Samstag, wo die Jungs gespielt haben gegen äh, karl Zeiss Jena. Wenn ich mich nicht irre, wir können ja gleich mal drauf gucken, zusammen. Regionalliga Nordost. Ja, gegen karl Zeiss Jena. Auswärts haben unsere Partner oder hat unser Partner der Berliner AK mit 2 zu 0 verloren. Und äh, dementsprechend sind sie auch dadurch dann auf dem dritten Tabellenplatz abgerutscht, macht drei Niederlagen in Folge. Was aber noch ärgerlicher ist, liebe Freunde, abgesehen mal vom Fußball, bei uns auf der TDB-Sportseite, konntet ihr das nachlesen, ähm, könnt ihr das nachlesen gerne. Die äh, Umstände mit den Spielern. Ja? Deswegen gehen hier nochmal äh, riesen, riesen Besserungswünsche an die Jungs äh, vom Berliner AK. Die da wirklich um, äh, Probleme hatten mit ihrem Kreislauf. Ihr seht es hier: André Meyer, äh, der Coach, und natürlich äh, der Torwarttrainer Seth mecher äh, Dementsprechend, ja, Uljan Tezel und Quabe Schulz mussten nach dem äh, Match von einem Notarzt mit Sauerstoff behandelt werden. Jetzt stellt euch das mal vor, liebe Freunde: das sind, man sagt zwar Profis, ja, oder Halbprofis, aber immer noch Fußballer und junge Menschen, <laughs> Kinder. Von Eltern und was Fußball im Prinzip so nebensächlich macht, ist, wenn sowas passiert. Und André Meyer hat folgendes gesagt bei uns äh, auf Nachfrage, äh, dass er natürlich zusammengeschreckt ist äh, und dass man auch manche Dinge auch mal vor die Augen führen muss, was auch passiert. Auch andere, gerade von der Infektion genesenen Spieler, hätten nach den Vorfällen für sich selbst Angst gehabt, was zu verstehen ist. Ja? Äh, Drei-Ligaspiel und ein Pokalspiel. Nach der Quarantänezeit, binnen elf Tagen, mussten die Jungs machen. Also Wahnsinn. Äh, da kommt man an einen Punkt, an dem der Körper streikt. Egal wie fit du bist, wenn du krank warst. Stellt euch vor, wenn wir mal krank sind, wie uns das geht mit einer Erkältung oder mit einem Schnupfen und wir danach arbeiten gehen müssen nach anderthalb Wochen. Da sind wir immer noch äh, kaputt. Und dementsprechend äh, sind Ergebnisse in dem Moment zweitrangig. Da hat André vollkommen recht. Äh, aber so macht Fußball keinen Spaß. Und ich weiß nicht, wie lange das weitergeht. Gott sei Dank ist nichts Ernsteres passiert. Äh, laut dem RBB sollen die Spieler, soll es den Spielern ganz gut gehen. Und ähm, ja, die Herzfrequenzuntersuchungen haben wohl Gott sei Dank keine Auffälligkeiten gezeigt. Gute Besserung an unseren Partner Berliner AK, natürlich gerade an Ojan Tesel und Quabe Schulz, die ja da äh, ein bisschen gehandicapt waren in dem Moment. Also gute Besserung, Jungs, kommt schnell wieder auf den Damm. Und bleibt mir bitte vor allen Dingen ganz gesund. So wie alle anderen natürlich hier in der Sendung auch. Jo, so kommen wir aber nochmal zurück zur Tabelle, meine lieben Freunde. Philipp Andersen schreibt: Hi, Jalle. Hi, Philipp, schön, dass du eingeschaltet hast. Da kam heute nicht in das Livestream-Interview. Das sind zwei Gäste gewesen, die angekündigt waren. Aber wie gesagt, Leute: No Hate. Kann alles passieren. Dementsprechend, ich mache den Jungs da keinen Vorwurf. Bitte nicht verkehrt verstehen. Das hat nichts mit den Jungs zu tun. Es ist halt schade was anderes ist es nicht. Es kann immer was dazwischen kommen. Gott sei Dank es ist es eine ganz normale Sache, was dazwischen gekommen ist. Nichts Ernstes, Gott sei Dank. Schlimmer wäre es, wenn es was Ernstes gewesen wäre. So können wir alle drüber lachen und was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hoffe ja, dass wir noch weitere Sendungen machen können und dass die Jungs dann im Anschluss dann irgendwann in die anderen Sendungen reinkommen. Ich hoffe, das reicht, aber gerne kannst du gucken, wer unsere Gäste waren bei uns auf Instagram. Äh, ja! Also, alles zur Liga. Die Regionalliga Nordost äh, ist schon in der Rückrunde angelangt, sozusagen. Unser Partner, der Berliner AK, wie gesagt, verliert mit äh, 0 zu 2 bei Karl Zeiss Jena. Und äh, durch den Sieg von Lok Leipzig äh, gegenüber Dynamo, Dynamo zu Hause verlieren gegen Lok Leipzig, verloren. Äh, und natürlich den Sieg. Von äh, Energie Cottbus gegen Lukenwalde. Sieht das da oben in der Tabelle ziemlich eng aus. Das, was ich euch immer wieder gesagt habe, dieses Jahr ist die Regionalliga absolut offen. Ja. Da gibt es keine Mannschaft, die irgendwo eine Übermacht erlangt oder sonst was. Das ist so eng, wenn ich mir überlege, klar, Dynamo jetzt mit vier Punkten vor. Aber was sind vier Punkte in der, der Drei-Punkte-Regel? Ja? Also gar nichts. Da kann ganz schnell... Das anders laufen und äh, auf einmal wechseln die Tabellenführer von Woche zu Woche. Ja, also der Berliner AK mit 41 Punkten äh, auf dem dritten Tabellenplatz mit Tuchfühlung nach oben, also überhaupt noch nichts verloren und alles in Ordnung. Was machen die anderen Berliner Vereine? Tasmania äh, Platz 16, muss aufpassen, kann ganz schnell rein äh, trudeln in den Abstiegskampf, wobei die Jungs ja auch alle äh, ziemlich ehrlich sind und sagen, okay, ey, es wird schwer, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir nicht absteigen. Kata BSC mit 24 Punkten auf Tabellenplatz äh, 12. Meine Lichtenberger Jungs auf Platz 13. Also eigentlich kein, kein Berliner Verein auf dem Abstiegsplatz. Tennis Borussia äh, Mittelfeldplatz äh, mit 30 Punkten. Altlinicke weit oben. Also im Prinzip läuft es für die Berliner Vereine relativ gut in der Regionalliga. Und ich wage mal eine Prognose. Ich sage, nächstes Jahr wird es wieder. Vielleicht bis auf den einen oder anderen, der dann aufsteigt in die, Regional, äh, in die dritte Liga. Aber es wird eine große Beteiligung in der Regionalliga Nordost mit Berliner, Berliner Vereinen geben. Ja? Nur mal so viel dazu. Äh, wie gesagt, Ostsport TV macht ja alle Übertragungen äh, live sozusagen oder viele live. Und wir gucken uns mal eine Szene an äh, von Chemnitz gegen äh, Tennis Borussia. Eine Szene möchte ich euch zeigen, liebe Freunde. Guckt euch das mal an. Was das für ein Gefühl sein muss, wenn man so eine Chance vergibt. Achtung! Der D-Zug vorbei an der Bimmelbahn. Benchika, Cassiel, auch vorbei an Albas Cassiel aufs leere Tor an den Pfosten. Wahnsinn, oder? Könnt ihr mir sagen, was er will? Also der arme Kerl, der muss ja, keine Ahnung, also was der TB-Spieler da macht, weiß ich nicht. Was hat er damit zu tun? Der Junge hat die Chance vergeben. Also, aber ist okay, kein Problem. War vielleicht auch gerade Adrenalin voll und dementsprechend bin ich ihm gar nicht sauer. Aber das ist so eine, das ist so eine Situation für geht er rein oder geht er nicht rein? Ne, wenn man hier genau stoppt, ja, hätte man sagen können, okay, ich glaube 80% oder 90% der äh, Zuschauer hätten gesagt, er geht rein. Und wenn man denn weiterläuft, Aufs Leere also der Tor den Pfosten. Muss man erstmal schaffen, Leute, den nicht reinzumachen. Aber stellt euch mal vor, was das für ein Gefühl sein muss für den armen Kerl, der da sozusagen nicht trifft. Ja, die Oberliga, meine lieben Freunde, pausiert. Ist klar. Wir haben immer noch das Thema: die Oberliga pausiert, die Regionalliga darf spielen, alle Berliner Vereine dürfen spielen. Schreibt mir doch mal in den Chat, was ihr davon haltet. Oder gibt es jemanden, der sagt, okay, Jalle, ich möchte gerne teilnehmen an der Sendung und eventuell was dazu sagen? Denn bitte gerne, der Link ist im Chat drinne. Meldet euch, ich sehe das, wenn hier einer sich versucht einzuloggen. Und dann würde ich euch gerne reinlassen und ihr könnt mit uns zusammen und mit unseren Zuschauern darüber diskutieren. Findet ihr das fair, dass die Oberliga pausiert und die anderen Ligen spielen? Oder ist das ein Unding? Also, wer mitmachen will, gerne einklinken. Jo, Oberliga Nord, wir gucken trotzdem nochmal auf die Tabelle. Also, ein Berliner Verein hier als Tabellenführer, wobei Rostocker FC ein Spiel weniger hat. Äh, Hertha 06, überraschend für mich auf Platz 3. Die machen sehr gute Arbeit zurzeit, also dementsprechend bin ich überzeugt davon, dass sie dieses Jahr noch für die ein oder andere Aufregung sorgen werden. Auch wieder in der Oberliga sind die Berliner Vereine in der Macht, bis auf unseren ehemaligen Partner Stern 1900. Der da leider mit drei Punkten unten äh, steht. Aber ich hoffe, dass sie da eventuell in der Rückrunde das Ding nochmal rumreißen und das auch in der Oberliga bis auf einen Berliner Verein denn noch alle Berliner Vereine vertreten sind. Was gibt es aus der Berlin-Liga zu berichten, meine lieben Freunde? Aus der Berlin-Liga gibt es wie folgt zu berichten: äh, Brandenburg 03 hat einen neuen Trainer gefunden. Äh, Sidi ist äh, nicht mehr lange Trainer bei Brandenburg 03. Er rückt zurück auf den Posten des sportlichen Leiters. Und wir wünschen natürlich unserem Partner mit seinem neuen Trainer viel Erfolg. Und zwar ist es Sedat Akova, der in Berlin sehr bekannt ist. Und äh, er hat auch schon am 5. Äh, am 4.12., glaube ich, das erste Spiel bestritten und holt zu Hause einen Punkt gegen berlin türksport Also dementsprechend Glückwünsche gehen raus an Sedat Akova und viel Erfolg auf jeden Fall unserem Partner Brandenburg 03. Stammmarin-Felde, sport Absetzung. Ich vermute, dass es wieder ein Corona-Fall war. Unser Partner im Sport Hoffe ich, dass er nicht davon betroffen war. Aber was passiert sonst, ne, wenn wir so mal an die Berlin-Liga gucken, Wilmersdorf ringt dem äh, Tusmakabi einen Punkt ab. Bei Tusmakabi. Also da muss man ganz ehrlich sagen: Hut ab, Karim, er kriegt seine Jungs so langsam in den Griff. Tarik Schröder, Grüße an alle. Ja, grüße zurück, Tarek. Schön, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist. Ähm, Füchse verlieren überraschenderweise für mich in meinen Augen mit 6 zu 0. Gegen Sparta Lichtenberg. Ist das so eine Art von Vorentscheidung? Äh, Füchse hat noch ein Spiel weniger, könnte auf 37 rankommen. Aber wenn Sparta so weitermacht, glaube ich, haben sich gefangen. Und es wird wirklich dieser Dreikampf existieren mit Tusmakabi, mit Sparta Lichtenberg und Füchse Berlin. Also da wird es richtig noch spannend. Auch die Berlin-Liga ist dieses Jahr sehr, sehr spannend. Keiner läuft davon. Bis auf die ersten drei, aber auch der Berliner SC, wenn man rein rechnerisch guckt, auch der Empor, auch die anderen haben wirklich alle noch eine Chance. Unser Partner Alders im Sport hat auch nicht gespielt, weil ja bekannterweise bei TSV Rudo letzte Woche, glaube ich, noch ein Corona-Fall war, wo es da ganz große Aufregung gab, weil sie bei unserem Partner, dem ersten FC Schöneberg, fünf Spieler aus der ersten Herren eingesetzt haben, bei der zweiten Herren von TSV Rudo, was ja für ein bisschen Aufregung gesorgt hat. Ich hatte auch euch gefragt, wie findet ihr das? Wie würdet ihr das machen? Auch dazu könnt ihr euch gerne äußern bei mir im Chat. Ich würde dann alles vorlesen, solange das alles in den Statuten ist. Ähm, Allerdings im Sport zehnter mit 14 Spielen, also haben eigentlich zwei Spiele weniger. Könnten, wenn sie zwei gewinnen, mit 28 auf dem fünften oder sechsten Tabellenplatz vorrücken. Deswegen Grüße gehen raus an Kai Brandt und seine Mannschaft. Weiter so, Jungs. Dieses Jahr werdet ihr hoffentlich eine richtig ruhige und äh, gute Saison spielen. Unser Partner Brandenburg 03 äh, noch mit elf Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Stern ein Spiel weniger sechs Punkte ist nicht viel, also da kann noch passieren. Um der einzigen, wo ich mir Sorgen mache, ist nur wie Passar sozusagen ein ehemaliger Partner von uns und unser jetziger Partner äh, türkemsport, Sport, die mit sechs Punkten jeweils ganz weit abgeschlagen sind. Aber auch denen drücke ich auf jeden Fall die Daumen wie allen anderen Berliner Mannschaften natürlich auch. Meine Jungs von Biesdorf die haben auch erst acht Punkte. Also für die wird es mittlerweile ein bisschen eng, wenn sie sich in der Rückrunde nicht nochmal ein bisschen steigern. Ja, das war die Berlin-Liga. Was passiert in der Landesliga? Erste Staffel, da gab es auch eine Absetzung. Und zwar, oder nicht eine, sondern äh, zwei Absetzungen. Das war einmal Mahlsdorf gegen Mariendorf. Dieses Spiel wurde abgesetzt. Also beide tabellen äh, Nachbarn, der erste, meine Preußen oder auch abgesetzt, weil auch ein Corona Fall äh, war, also dementsprechend zwei Spiele die abgesetzt worden sind aufgrund eines Corona Falls. Die Frage ist, wann wird das alles nachgeholt? Wie wird das alles nachgeholt? Und dementsprechend bin ich gespannt, was da so noch auf die Jungs und Mädels zukommt. Wenn wir schon mal sehen, was in der Regionalliga so los ist nach ein paar Wochen Pause, ich hoffe, dass es unsere Jungs in der Landesliga nicht so trifft. Ja, meine Preußen und unser Partner äh, sind noch mit äh, 32 Punkten Tabellenführer, äh, gefolgt von äh, Teutonia zurzeit mit 29 Punkten. Und Mariendorf natürlich kann auch gleichziehen äh, mit dem BFC Preußen. Äh, kann 32 haben. Dann haben die beide gleiche Spielanzahlen. Aber auch dort ist es wirklich sehr, sehr eng, wenn mich angucke, Berudina Strahler ist gerade auf dem Weg nach oben. Gut ab. Auch die Landesliga ist dieses Jahr enorm spannend. Und das zieht sich wirklich über jede Liga so. Das ist das, was mich so ein bisschen dieses Jahr auch überrascht sonst hast du immer in den Landesligen irgendwo einen Ausreißer gehabt der vorne weggerannt ist oder in der Berlin Liga irgendeinen hast hat es der vorne weggerannt ist dieses Jahr sind wirklich fast alle Ligen ausgeglichen was die oberen Tabellenplätze angeht und es wird echt spannend aber ich hoffe dass uns corona keinen strich durch ja, kommen wir nun in die Landesliga Staffel 2. Da äh, war es richtig gut um unsere Partner, dem ersten äh, FC Schöneberg und dem FC Internationale gestellt. Und zwar haben die Jungs beide gewonnen. Internationale schlägt Borsig-Walde 4 zu 2 zu Hause. Und der Erste FC Schöneberg schlägt zu Hause den BSV Heinersdorf mit 3 zu 0. Das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Äh, denn damit sind die wieder Platznachbarn auch in der Tabelle. Mit jeweils 21 und 20 Punkten, 11 und 12. Es geht aufwärts mit unseren Partnern äh, Schöneberg und Internationale. Dementsprechend weiter so, Jungs. Bin ich stolz. Internationale, trotz der Wettbewerbsverzerrung steht hier genau das gleiche Problem. War, glaube ich, beim TB-Spiel 2. Auch dort wurden einige Spieler aus der ersten Herren eingesetzt und, soweit ich gehört habe, ein paar U-19-Spieler. Und äh, trotz alledem hat sich der FC Internationale mit einem 2 zu 1 durchgesetzt. Und kurios war wohl das 2 zu 1, also das, der, der Siegtreffer. Äh, der Ball war schon wohl freigegeben. Der Torwart hat noch die Mauer gestellt. Und ein cleveres Kerlchen von unserem Partner vom 1. FC Schöneberg semmelt das Ding ein. Und somit äh, gewinnt er äh, vom 1. FC, ähm, na, Internationale, FC Internationale. Und äh, gewinnt so dieses Spiel. Also, Glückwünsche gehen raus, meine Lieben. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Schreibt doch mal in den Chat, was meint ihr? Kommt eine Corona-Pause noch vor den Weihnachtsferien oder ziehen wir das Ding durch bis zur Winterpause und gucken, was dann passiert? Ihr könnt ja mal mitmachen. Votet doch einfach mal in den Chat. Schreibt einfach rein, was ihr, dazu, was ihr davon haltet. Geht es weiter oder geht es nicht weiter? Spielen wir die Hinserie noch komplett alle durch? Oder gibt es eventuell die Überraschung, was die Corona-Pause anbelangt? Ja, das war es erstmal von unseren Partnern, liebe Freunde. Und ich möchte gerne mal euch was zeigen. Nur mal so viel, wie das alles angefangen hat. Wir gucken mal gemeinsam. So, TDB Sport ist diese Seite, da seht ihr, da sind wir ja auch wieder live. Hier könnt ihr alle äh, äh, Folgen von unserem Frank sehen, der jedes Mal mit unserem Partner einen Talk macht. Unsere Live-Sendungen sind hier auf jeden Fall zu sehen. Und vor allen Dingen das Wichtige an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn man jetzt hier guckt, Videos, dann kann man natürlich gucken, wo live und hast du nicht gesehen, wie viele Videos da schon so im Prinzip vorhanden sind. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wenn ich das finde, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar. Bier. Warte mal. Das war damals noch als äh, Fernsehsender geplant. Ich hoffe, dass wir das. Ne, ich will ja kein. Ah hier. Da. So hat alles mal angefangen, liebe Freunde. Das ist jetzt die Seite von unserem ehemaligen Fernsehsender. Und wenn ich jetzt auf Videos gehe oder nee, machen wir mal so Playlists gehe und dann auf, äh, wo ist mein Extra Time? Hier, da ist Extra Time. So hatte mal alles angefangen. So zack. Und hier seht ihr wirklich die ganzen Folgen, damals noch mit Frank und so was alles. Hier und äh, es gab noch viel, viel frühere äh, Folgen und zwar mit Steffen Baumgart, mit Named Ali Hahn, mit Thomas Predaric. Thomas Hessler war bei mir zu Gast, mit äh, äh, dem damaligen äh, Club Italia und so weiter und so fort. Also, ihr seht wirklich, das Ding geht hier schon seit, boah, keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich lange. Ich gucke mal, wann die letzte Sendung hier mal 13.11.2019, also vor knapp zwei Jahren, äh, ging es weiter. Also, das ist echt, mittlerweile sind wir zwei oder drei Jahre auf dem Markt und dementsprechend finde ich das schon sehr, sehr äh, geil, wie lange diese Sendung durchgehalten hat. Und äh, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch weiter, äh, noch weiter, ähm, äh, weitermachen können. So. Achso, okay, Frank. Frankie sagt gerade, die Sendungen sind alle bei TDB Sport. Das hört sich gut an. Dann gehen wir da mal schnell hin und gucken mal. Achso, okay, Frank. Frankie sagt ah, gerade. Da höre ich mich selber wieder. So, Videos. Gucken wir mal nach den Videos. Playlists. Haben wir Playlists erstellt? Ja, Matchday, Extra Time. Ihr seht, hier sind 28 Folgen. Hier sind 16 Folgen. Und das ist wirklich noch minimal. Ich glaube, wir haben weitaus über. Wenn mich nicht irre, keine Ahnung, fast 100 Folgen oder irgendwie sowas eingenommen. Äh, Nichmi Genjell, vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Motivation. Ich hoffe, wir können weitermachen. Äh, Im Archiv auf YouTube. Gucken wir mal hier, was hier so alles für Videos drin sind. Wer war hier unser Gast? Gib mal, mal ein bisschen. die ein oder andere Frage rein und heute. Das war das war diese äh, Sendung noch mit äh, im Studio unten im Keller. Und da haben wir wirklich super Equipment gehabt mit dem Bunny und wie sich alles. Also, wir haben wirklich eine ganz, ganz starke Leistung gehabt. Schauen wir mal, wer ist hier? Wer ist hier Gast? Äh, Lars Borotko ist hier Gast. So, gucken wir mal, ob ich hier die erste Folge finde, wie alles angefangen hat. Also, es war schon, das war das schon, na, das ist schon, das ist schon die andere, die anderen äh, Sendesachen. Äh, nee, da ist Lars. Also, es waren schon so viele Leute bei uns. Ja, äh, unsere Lichtenberger Jungs, Wolfgang Sandhofe, äh, Kami war ein paar Mal da. Es also, ist wirklich eine richtig coole Sache gewesen. Äh, und immer noch, ja, mir macht es immer noch Spaß. Sogar unser Fußballpräsident vom Berliner Fußballverband war schon da. Also warte mal, da Extra Time Teil 1, wer war es denn? Ja, das war äh, BHK, unser jetziger Partner der BHK. War sozusagen mit Ersan Parlatan, äh, damals noch als Trainer, heute äh, in der Türkei, in der Super League als äh, Coach. Glückwünsche gehen raus an, an Ersan Parlatan. Äh, wirklich ein ganz, ganz feiner Mann. ja Also ganz, ganz Profi, was das alles anbelangt. Und dementsprechend. Damit hat alles angefangen, liebe Freunde. Am 2.5.2018. Ja. Am 2.5.2018 hat alles angefangen. Ich hatte davor schon mal diese Sendung gemacht. Äh, aber am 2.5.2018, so wie es hier aussieht, vielleicht ein paar Tage früher, vielleicht ein paar Tage später, ich weiß nicht, ob die das äh, Aufnahmedatum oder ob die äh, das Hochladedatum äh, äh, reinschreiben. Also, am 2.5.2018, das ist sogar bei mir am Kanal auf dem Kanal gewesen, äh, wurde das Ganze gestartet, die Mission Extra Time, mittlerweile haben wir äh, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre läuft diese Sendung. Und wenn einer gut im Kopf rechnen ist, dann kann er ja mal ausrechnen, wenn wir jetzt wirklich äh, bis auf die Sommerpause, wie viele Folgen in der Hinrunde sind und so weiter und so fort, kann man schon ausrechnen, wie viel Mühe, Kraft und Liebe und Freude äh, wir in diese Sendung gesteckt haben. Das ist schon der Wahnsinn. Lasst uns mal kurz reinhören, äh, wie das aussieht. Moment, ich zeige euch das mal. Lasst uns mal kurz reinhören, was Ersan Palatan damals so gesagt hat. Gut, wenn man weiß dass ich sag mal drei Mannschaften auf jeden Fall runtergehen müssen und eventuell noch eine vierte Mannschaft absteigen muss, denn sieht man einfach in der Tabelle, dass das bis zum letzten Spieltag, bis zum letzten Abpfiff sehr eng sein wird und es ist dann halt spannend zu beobachten. Letztendlich wer es dann schafft, in der Regionalliga drin zu bleiben und wer dann leider den Gang in die Oberliga gehen muss damals noch mit äh, unserem Experten Muratik. Schöne Grüße gehen raus an Murat, äh, der heute glaube ich äh, zurzeit nichts macht, was Trainerbereich und sowas anbelangt, aber ich hoffe, dass wir ihn auch bald wieder auf den Plätzen sehen. Ihr seht ja, wie braun, ich, braun gebrannt ich bin. Das muss irgendwie, ich glaube, das war der zweite fünfte, des Verkehrt. Das muss Ja, das muss kurz vor Saisonstart gewesen sein. Also es kann sein, dass es August oder irgendwie sowas war. Es ist wirklich sehr, sehr eng. Du hast schon vollkommen recht. Gerade was unten passiert. Ähm also ihr seht, Leute, ja, damals noch mit Hemden und sowas alles. Heute können wir das alles von zu Hause aus machen. Das ist schon eine tolle Sache. Meine lieben Freunde, gehen wir nochmal auf den, auf den äh, 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 Hauptbildschirm. Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, weil ihr kennt mich alle schon seit mehreren Jahren, ihr kennt unseren Kanal seit mehreren Jahren, ihr kennt unseren Sender seit mehreren Jahren und haltet uns weiter in die Treue. Deswegen will ich auch hier gar nicht so lange machen. Ich wollte bloß nicht die Leute enttäuschen, die eingeschaltet haben, sozusagen. Wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt oder keine äh, Anregungen mehr habt oder keiner mehr in die Sendung kommen will, dann würde ich das wirklich so machen, wie der Florian Ulrich das gesagt hat: Feierabend. Wir werden uns zusammensetzen am, äh, äh, in den nächsten Tagen mit unserem Senderchef und werden gucken, ob wir jetzt wirklich eine Winterpause schon einlegen. Weil wir vermuten mal, dass nicht allzu viel mehr passieren wird. Aber so wie ich meinen Senderchef kenne, wird er ja sagen: Nein, wir machen auf jeden Fall bis zur Winterpause durch, so wie es die Corona-Lage erlaubt. Und äh, wenn es wirklich so sein sollte, liebe Freunde, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag wieder um 19 Uhr. Äh, gleiche Stelle, gleiche Welle. Extra-Time der Berliner Fußball-Talk auf TDB Sport. Und um 19 Uhr heißt es wieder: Einschalten, uns unterstützen, liken, teilen und vielleicht mitmachen. Deswegen sage ich, verbleibe ich bis dahin. Viel Spaß euch Jungs, bleibt gesund und wie immer mit den Worten Peace and Love, euer Jalle und wir hören uns nächsten Sonntag. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.